Der Teufelsberg, ein Trümmerberg, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg rund um viele deutsche Städte entstanden, war eine wichtige Radarstation der USA während des Kalten Krieges. Heute residieren hier Sprayer und andere Street-Art-Künstler. Aber der Ort ist auch ideal für ausgefallenere Nutzungen geeignet. Also Leute, habt Spaß. Auf die Plätze. 5, 6, 7, 8, rechts. Und links. Schön, rechts. Links. Und laufen. Ja, also ich habe früher bin ich geklettert und beim Abseilen hat es mir immer Spaß gemacht, irgendwie rumzuspringen, rumzujumpen. Und weil das war einfach nur der Spaß daran. Und irgendwann habe ich ein Video gesehen, wo Tänzer einfach in der Luft schwebten. Und das war so traumhaft schön, dass ich gesagt habe, oh, das würde ich probieren. Das Vertical Dance ist unsere Leidenschaft, wo wir einfach das Tänzerische, das Turnerische und Akrobatische verbinden können. Und von meiner Seite her natürlich hauptsächlich auch das Künstlerische. Wir können ganz fantastische Bilder schaffen an der Wand. Für Vertical Dance muss man mitbringen. Als erstes natürlich Mut, weil man muss sich überwinden, einfach in diese Wand zu gehen. Es ist Quatsch, also wenn jemand sagt, ich habe da keine Angst, da rauszugehen. Ich glaube, jeder hat im ersten Moment erstmal so richtig, das Herz schlägt höher. Es ist eine unglaubliche Strecke, die man, also man guckt von oben auf diese Welt und man weiß, okay, es ist nicht ungefährlich. Auf der anderen Seite natürlich ganz großes Vertrauen, einerseits in die Seiltechnik und natürlich in unsere Rigger. Als drittes Körperbeherrschung. Das heißt, man muss schon wissen, wo und wie spreche ich welches Körperteil an. Und dann ist es ausprobieren, sich fallen lassen in dieses oder gehen lassen und Spaß haben und trainieren. Training, Training, Training. Und dann kommt irgendwann die Leichtigkeit. Die hat man beim allerersten Mal noch nicht. Aber nach und nach bei jedem Training kommt es. Und was jetzt bei uns die Schwierigkeit ist, ist manchmal auch, die alle zusammenzubringen. Das heißt, wenn 3 oder 4 Leute die gleiche Choreografie machen, das muss man eine ganze Weile üben. Und auch diesen Punkt, wo man quasi landet, wie man landet, wie ist die Flugphase, das sind dann alles Sachen, die man über die Erfahrung dann einfach lernt. Ease up, ease up. So, play that. Yes. Wow. Üben wir in der Halle. Ich würde euch empfehlen, auch nur den zu machen, den wir auch gemacht haben. 5, 6, 7, 8, springt! Hier auf dem Teufelsberg haben wir halt einfach eine tolle Location gefunden. Und wir können verschiedenste Höhen hier natürlich abbilden, verschiedenste Seillängen ausprobieren. Und vor allen Dingen hatten wir heute die Schwierigkeit, dass es unglaublich windig war. Und wenn dann ein Wind reinkommt in das Ganze, dann ist es nicht leicht, das wirklich sauber durchzutanzen. Dann hatten wir noch als zweites ein Duett einstudiert, welches wir auch schon des Öfteren aufgeführt haben. Und ja, und dann hatten wir einfach noch ein wenig Spaß an der Wand. Wir tanzen in der Vertikalen, wir tanzen quasi nicht auf dem Boden, sondern wir tanzen an der Wand. Und irgendwann wird die Wand zum Boden. Und weil für den Tänzer ist das Wichtigste der Boden, von dem er sich abdrückt, der Boden, von dem er losspringt, der Boden, auf dem er tanzt. Und wir haben jetzt hier die Wand, von der wir uns abdrücken, die Wand, die uns quasi den Gegenpol gibt zum Fliegen. Das Tanzen an der Wand hat einfach auch so eine Schwerelosigkeit. Es bringt etwas, was man auf dem Boden nie fühlen würde. Und auf der anderen Seite hat man natürlich trotz allem immer auch dieses Adrenalin. Man hat immer wieder dieses Höhegefühl. Irgendwann vergisst man es. Und man hat in der Luft einfach wesentlich mehr Zeit als auf dem Boden. Also wenn wir vom Boden abspringen, ist die Zeit einfach,
man kommt so schnell wieder auf. Und hier haben wir die Möglichkeit, wirklich wegzufliegen. Für Augenblicke fliegen wir durch die Luft. Es ist natürlich auch ein spannendes Spiel. Also gerade dieses, man ist natürlich auf der einen Seite gebunden und fest. Und auf der anderen Seite fliegt man. Aber ich sehe so auch manchmal das Leben. Man möchte gerne die Freiheit und trotz alledem brauchen wir alle so unsere Wurzeln. Und ich glaube, dieses Seil sind sozusagen unsere Wurzeln. Und das Fliegen ist dieses in die Welt hinausgehen.